Ja, herzlich willkommen zu A Legend of Zelda Link to the Past Randomizer. Für alle, die das nicht wissen, der Randomizer generiert die ganzen Items, die man im Spiel finden kann, zufällig in jede einzelne Kiste und auch bei anderen Lootorten. Das heißt, wo früher mal Rubine drin waren, kann ein gutes Item sein, was man braucht, um weiterzukommen. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal durch. So. Gut, meine PB ist momentan auf 2 Stunden 16. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, die zu unterbieten. Also ich würde mir wünschen, dass es unter 2 Stunden klappt. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich das nicht genau. Dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt. Okay, wir gehen erst oben längs. Gucken, was es hier so gibt. Ah, Bomben, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die braucht man nämlich am Anfang im Dorf, um da 3 Sachen freizusprengen. Das ist immer schön, am Anfang Bomben zu kriegen. Und dann gehen wir erstmal hier oben checken. Bei der Location muss man eigentlich hoffen, dass nichts Gutes da ist. Weil wenn man Pech hat und da was Gutes drin ist, dann muss man den Boss machen. Na, vielleicht müssen wir den Boss sowieso machen, um in die Dark World zu kommen, aber dann müssen wir nicht nochmal hierher kommen. Gucken wir nochmal. Da sind nur 300 Rubine. Das heißt, hierhin brauchen wir nicht zurückkommen. So. Checken wir doch mal, was es im Wald so gibt. Ah, geh weg. Ah, der kriegt mich jedes Mal. Dieser blöde Vogel. Ah, es ist nur der Bumerang. Nehmen wir aber erstmal mit. Vielleicht brauchen wir den irgendwann mal. Und was gibt's hier Schönes? Ein Herzteil. Besseres, was man kriegen kann, aber ich beschwere mich mal nicht. Herzteil ist immer besser als irgendein anderer Quark. Ich glaube, das Schlimmste, was man kriegen kann, ist ein Pfeil. Den gibt es nur einmal im Spiel, also der ist genauso selten wie die Silver Arrows. So, jetzt wird es interessant. Jetzt gibt es massig an Kisten zu öffnen. Mal sehen, was uns da erwartet. Das ist immer einer meiner Lieblingsorte, wenn ich das Spiel spiele. Also hier gibt es echt viele Items. So. Wollen wir mal. Kiste Nummer 1. Ein Herzteil. Und da. Oh! Die Flöte. 50 Rubine. Die Flöte ist sehr gut. Oh! Und die Boots. Das ist richtig gut. Das macht das ganze Spiel um einiges schneller. Wir haben die Flöte und die Boots gekriegt. Also haben wir jetzt einen fetten Time-Save. Das ist echt gut. Und jetzt können wir schon von Anfang an durch die Gegend flitzen, durch die Gegend fliegen. So, was hast du? Okay, ich habe es gerade eben erwähnt. Das Ding ist genauso selten wie die Silver Arrows. Gibt es nur einmal im Spiel. Und natürlich kriegen wir sie für 100 Rubine. Den einen Pfeil. Den halten wir mal in Ehren und verschießen den nicht. Aber na gut. Man kann ja nicht immer Glück haben. Ich meine, wir haben jetzt die Flöte und die Boots. Ich will mich also nicht beschweren. Das ist schon mehr als gut. Schwert sieht das ein bisschen komisch aus. So, was haben wir denn hier? Half Magic. Das ist sehr gut. Sehr nützlich. Das macht einiges angenehmer. Also wenn man... Oh, der Enterhaken. Also wenn man Energieverbrauch und Half Magic hat, ist das wirklich sehr gut. Vor allem bei einigen Boss-Fights.
Also sehr nützlich. Aber wir haben den Endhaken gekriegt. Das ist doch auch schon mal sehr gut. So, dann checken wir nochmal, was es hier unten gibt. Quatsch, hier war das. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, hier ist auch eine Kiste. Und da wieder ein Herzteil. Die meint es aber auch gut mit uns, mit den Herzteilen. So, wir haben leider noch keine Flasche. Deswegen können wir das Kind noch nicht wecken. Das gibt uns erst etwas, wenn man eine Flasche hat. Bomben. Dann gucken wir doch mal, was es in der Bibliothek gibt. Egal, was es da gibt, das können wir uns holen. Wir haben ja jetzt die Boots. Also das hatte ich noch nie, dass ich so früh die Boots gekriegt habe. Oh, der Spiegel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der macht einem das Leben auch ziemlich einfach. Man kann das Spiel durchspielen ohne Spiegel. Das habe ich auch schon mal hingekriegt. Aber man kann relativ gut mit dem Spiegel Zeit einsparen, indem man sich wieder am Anfang, okay, das lohnt sich nicht, am Anfang des Tempels oder Palastes zurückbeamen kann. Das spart einen sehr viel Zeit. Also das ist echt cool. Und auch in anderen Bereichen ist der Spiegel relativ praktisch, kann ich euch gleich mal zeigen. Und zwar hier unten. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle Locations bei Namen nenne, weil kenne ich leider nicht auswendig. So oft habe ich das auch noch nicht gespielt und ich habe nur ein paar Mal mir einen Stream angeguckt. Also ich kenne das nicht auswendig. Aber man kann mit dem Spiegel, wenn man nicht in einem Dungeon drin ist, kann man die Blöcke verschwinden lassen. Sehr praktisch. Spart einem auch Zeit. Normalerweise muss man hier nämlich zweimal reingehen. Einmal, um die Kiste zu kriegen. Ah, 5 Rubine kommen, die nehmen wir mit. Zweimal reingehen. Einmal, um die Kiste zu kriegen und einmal, um den Schalter umzulegen. Aber mit dem Spiegel geht das wunderbar auch bei einem Tour. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Ich glaube, die kann man mit dem Enterhaken töten, hoffentlich. Ja, kann man. Sehr gut. Ja, der ist auch perfekt. So, jetzt ist es wieder spannend. Hier gibt es ein paar mehr Kisten. Was haben wir denn hier Schönes? Rubine, Rubine, Bomben, Rubine und das Schwert. Sehr schön. Das ist schon mal sehr gut. Und da wir die Boots haben, gehen wir mal schnell hier hinten bei der Eishöhle checken, was es da gibt. Aber es gibt eigentlich keinen guten Moment im Spiel, wo man das checken kann. Deswegen mache ich das immer relativ früh. Aber wenn da was Wichtiges drin ist, dann ist es echt blöd, wenn man das erst zu spät irgendwann macht. Okay, da wir die Flöte haben, können wir mal heute ein bisschen anderen Weg gehen. Was auch immer sehr zeitaufwendig ist. Aber sich lohnt auf jeden Fall, weil da sind viele Kisten. Das ist der Todesberg. Ich kann mal versuchen, den alten Mann von hier aus zu erreichen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich kenne leider nur den Weg eigentlich umgekehrt, dass man praktisch von der anderen Seite kommt. Ah. Okay, wir versuchen das nochmal. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir uns unten halten. Ah. Okay, das hat uns jetzt...
das ist jetzt echt ärgerlich. Das hat uns jetzt Zeit gekostet. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir das von der anderen Seite, wenn wir die Handschuhe haben. Aber nichtsdestotrotz wollte ich ja erstmal hier hin, zu checken, was es hier so Schönes gibt. Weil wir haben ja schon den Enterhaken. Das heißt, oh nein, nur noch ein Leben. Ah! Jetzt müssen wir aufpassen. Weg. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Aha. So, jetzt darf uns der bloß nicht erwischen. Oh, wir haben es geschafft. So, hier ist nämlich auch eine interessante Stelle. Hier gibt es nämlich 7 Kisten. Das ist auch immer ein Besuch wert. Eigentlich ein Muss, wenn man das spielt. So, was gibt's hier denn Schönes? Eine Flasche. 20 Rubine. Flasche ist gut, dann können wir das Kind auch wecken. Aber vorher checken wir mal, was das hier drin gibt. Erstmal Gegner. So, ja, mit Bomben müsste das gehen. So, was gibt's hier denn? Ah, die Lampe! Okay, dann hätten wir das gerade eben gar nicht versuchen müssen im Dunkeln. Blaue Rüstung und noch mehr Bomben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Lampe ist echt wichtig. Damit stellen Darkrooms jetzt keine Probleme mehr dar. So, nee, wir gehen nochmal hoch. Hier gibt es nämlich noch ein Lokal. Ah, nee. Falscher Weg. Wenn man das ohne Boots macht, nennt man das auch Walk of Shame. Aber da wir die Boots haben, ist das für uns kein Problem. Ansonsten wäre das eine ziemlich lange Kiste, hier längs zu laufen. Ah, gut, wenn die Gegner einen treffen, dann ist es natürlich auch ein langer Weg. So, hat sich das gelohnt. Natürlich hat sich das nicht gelohnt. Ich muss ehrlich gestehen, hier in dieser Höhle habe ich noch nie was Gutes gekriegt. Also ich bin immer umsonst gelaufen. Da war bei mir bis jetzt noch nie was Gutes drin. So. Aber da wir jetzt die Lampe haben, können wir den alten Mann holen. In der Hoffnung, dass er uns was Gutes gibt. Schon viel angenehmer. Und hier sind wir reingelaufen. Da hätten wir noch einen kleinen Tick nach unten gehen müssen. So, den Mann haben wir. Mal schauen, ob der uns was Gutes gibt. Denn von dem habe ich schon öfter mal ein paar gute Sachen gekriegt. Ich hasse die Viecher. Ja, ein Herzteil, okay. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. So, wir geben ihm mal schnell ein Küsschen. Dann laden wir uns wieder auf. So. Dann würde ich mal sagen, wenn wir eh schon hier oben sind und die Lampe auch schon haben, können wir auch gleich... Ja.
Turm machen. Im Spiegel kommen wir ja dahin. Aber erstmal checken wir, was es hier gibt. Ob sich das lohnt. Nein, 10 Pfeile. Lohnt sich nicht und da oben gibt es nur Bomben. Na gut, dann haben wir Bomben erstmal satt. Ach ja, wir haben noch gar nicht die Mondperle, ne? Die fehlt uns ja auch noch. Mit. Es ist immer ärgerlich, wenn man irgendwie an irgendeine Stelle kommt und einen fehlen Bomben. Dann würde man sich im Nachhinein auch ärgern, dass man die nicht eingesammelt hat. So, aber da wir jetzt den Spiegel haben, können wir uns hier auch immer schnell raus teleportieren. Der kleine Schlüssel, das heißt, wir können schon mal nach unten. Ja gut, sagt er und geht trotzdem die Treppen hoch. So, aber hier zahlt sich schon mal der Bumerang aus. So. Was gibt's hier Schönes? Den Kompass. Ich glaube, bei Herzchen wäre nicht schlecht. Das lässt mich ja doch ziemlich oft treffen. So, hier gibt's einen kleinen Trick. Wenn man den schafft. Jawohl. Ist man nämlich unsterblich, kann einfach abwarten. Das ist eigentlich immer eine gute Gelegenheit, um was zu trinken. Ach, ich habe gar nicht gecheckt, ob wir das überhaupt machen müssen. Hier jetzt wir den Boss machen müssen. Ich meine, vielleicht müssen wir das Item technisch trotzdem machen, aber ich gucke gleich nochmal. Ach Quatsch, noch nicht hier. Große Schlüssel. So, wir machen einmal einen ganz kleinen Map-Check. Um zu gucken, ob der Boss sich überhaupt lohnt, den zu machen. Ja. Definitiv, die müssen wir alle machen. Wir brauchen alle Kristalle, um zu Ganon zu kommen. Okay. Den habe ich jetzt umgelegt, weil ganz oben sind Krüge mit Herzen. Und die sind sonst von orangenen Blöcken umgeben, wenn man die nicht betätigt. Da ich mich irgendwie heute ziemlich oft treffen lasse, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ah, natürlich laufe ich auch noch da rein. Hier kann man auch einen Bombjump machen, um darüber zu kommen. Aber ich muss sagen, bevor ich das schaffe, gehe ich lieber den normalen Weg, weil ich kann Bombjumps noch nicht so gut. Sollte ich vielleicht mal... das Master Schwert, das ist gut. Sollte ich vielleicht mal einen Angriff nehmen, um zu lernen. So. Das meine ich nämlich, sonst sind die hier versperrt. Und so kann man schnell, wenn man runterfällt, noch schnell die Energie wieder aufladen. Da habe ich einmal zu früh losgelassen. Aber das ist immer noch besser, als wenn man durch die Mitte fällt, weil dann fällt man wieder ganz nach unten. Das kann ich nicht runterspringen.
Aber wir haben unseren ersten Kristall, das ist doch schon mal gut. So, okay. Da wir das Buch noch nicht haben, können wir links zum Grabstein hingehen. Okay, wir machen jetzt als nächstes erstmal machen wir Hyrule Castle. Gucken, was es da so gibt, da waren wir ja noch nicht. Nee. Was gibt's hier? Ein Herzteil. So, Quatsch, wir müssen ja noch zum Onkelchen. Das arme Onkelchen hat uns ja eigentlich das Schwert gegeben. In der Originalfassung. Und bin mal gespannt, was es uns jetzt gibt. Ein Herzteil. Und wir haben ein Herz voll. Das ist doch gut. Hier gibt es nur Rubine. Todesberg haben wir abgehakt. Das Daumen hatten wir auch. Ich wundere nicht. Denk gerade laut nach. Dann können wir jetzt gleich noch in Eastern Palace gehen. Und da wir den Spiegel haben, werden wir nicht zu Zora gehen. Sondern machen das, wenn wir den Catfish in der Dark World holen. Das spart immer ziemlich viel Zeit dann, wenn man das parallel macht. Da wir den Spiegel haben, haben wir auch die Möglichkeit dazu. Und vor allem brauchen wir erstmal Krafthandschuhe, um überhaupt dahin zu kommen. Ich bin mal gespannt, was es hier gibt. Komm, hau ab. Nerv doch nicht. 20 Rubine nur. Aber, da wir ja die Lampe haben, ist es noch nicht vorbei. Checken wir gleich mal, was es da oben gibt. Kommen wir von hier aus auch komplett durch ohne Schlüssel? Ich glaube schon, ne? Den Schlüssel kriegt man doch, glaube ich, hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber eigentlich müsste man von hier aus doch. Was gibt's hier Schönes? Ein Herzteil. Gab es hier nicht schon irgendwo einen Schlüssel? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ohne Schlüssel kommen wir da nicht durch. Aber wo gab es denn den Schlüssel? Ja, okay. Dann war es das erstmal.
Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal Eastern Palace. Erstmal zu Sahashala. Check mal, was der uns gibt. Beziehungsweise, was das hier zu holen gibt. Eben tut er uns ja erst, wenn wir den Pendant abnehmen. Rubine, 20 Rubine und 10 Pfeile, okay. Die Ausbeute war sehr mau. Dann gehen wir doch einfach mal in Eastern rein, mal gucken, was es da so gibt. Da mache ich einen Damage Boost, das geht schneller. Vielleicht die erste halbe Stunde. Aber wir haben auch schon einen Kristall. Und wir haben den Enterhaken. Da geht das an einer Stelle auch ein bisschen schneller als eigentlich vorgesehen. Wir hätten jetzt auch genug für Zora. Aber wie gesagt, Zora spare ich mir auf, wenn wir in der Dark World sind. Hier gibt es irgendwie so einen Trick in diesem Raum. Ich weiß nur nicht, wie der funktioniert. Man muss irgendwie in einer bestimmten Position hingehen und im Spawn nur 2 anstatt 4. Man kann dann ja auch töten, bevor die spawnen. Aber wie der Trick funktioniert, weiß ich leider nicht. Müsste ich nochmal im Internet gucken. Ich weiß nur, dass es einen gibt. Oh, der Bogen! Wir haben tatsächlich mal den Bogen in dem ersten Palast gekriegt. Den braucht man hier auch. Dann können wir den sogar klären, wir haben ja auch die Lampe. Aber wir checken trotzdem nochmal, was es hier gibt. Nicht, dass es hier irgendwas Wichtiges gibt und wir vergessen das. Ich meine, ich will versuchen, meine PB zu übertreffen, aber ich werde jetzt nicht auf Risiko spielen. Also ich werde schon alle Sachen mitnehmen, die es zu mitnehmen geht. Aber mit Lamp ist das deutlich angenehmer. Aber ich muss sagen, hier diesen Secret, beziehungsweise diesen Darkroom kann ich auch ohne Lampe. Also das wäre gegangen. Aber der nächste Darkroom ist ein bisschen schwieriger und der ist ohne Lampe echt Mist. So, einmal Damage Boost hier. Und wir haben den Krafthandschuh, das ist sehr gut. Damit lässt sich nämlich noch einiges checken. So. Und den meine ich hier. Im Dunkeln ist er ein bisschen blöd, weil man muss diesen Gegner hier töten, der einen Schlüssel hat. Den im Dunkeln zu treffen, ist echt ein bisschen blöd. Ist machbar, aber ist echt ein bisschen doof. Was habe ich denn noch für Overworld Locations zu klappen? Also wir können jetzt noch zum Kind gehen. Dann auf den Friedhof den Geheimgang nehmen.
Ach, das lief jetzt nicht so gut. Ja, die Feen nehmen wir mal mit. So. Maria, glaube ich, heißt das. Kane, glaube ich. Kane, ne? Also, das hat sich wirklich gelohnt. Der Eastern Palace war diesmal richtig gut. Also, wir haben 3 Items gekriegt, die wirklich echt klasse sind. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das haben wir gecheckt, das haben wir gecheckt. In den Wüstenpalast können wir leider noch nicht rein. Nichtsdestotrotz, auch da gibt es noch eine Höhle. Die checken wir doch ganz schnell. Was mache ich denn eigentlich? Hätte ich noch weiterfliegen können, aber egal, das muss jetzt nicht. Nehmen wir einen kleinen Umweg. So. Dann fallen mir nochmal 2 Locations ein, die wir checken können. Herzteil. Das geht schneller, wenn ich safe und quit mache. Denn wir können hier noch 2 Sachen checken. Und zwar einmal hier. So, sehen, was es hier Schönes gibt. Oh, okay, okay, was hat sich gelohnt? Das hat sich definitiv gelohnt. Okay, das überlege ich gerade. Ja, wir müssen zu Zora. Wir haben zwar noch nicht die Schwimmflossen. Aber vielleicht kriegen wir dann nämlich noch die goldenen Handschuhe. Weil so langsam wird es knapp. Nicht, dass wir Arganim noch machen müssen. Um in die Dark World zu kommen. Ich könnte noch Fake flippern, aber das möchte ich nicht. Ich möchte mal versuchen, das Spiel ohne Glitches durchzuspielen. Ich kann nämlich eigentlich schwimmen, obwohl man gar nicht schwimmen kann. Wenn man an einer bestimmten Stelle richtig ins Wasser springt. Aber es ist blöd, weil hier ist auch ein Wasserfall. Da sind auch 2 Items. Aber naja, nützt ja nichts. Nützt ja alles nichts. Da war nichts Gutes. Das war eine Rubine, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich muss nochmal
zurück. Ich habe nicht richtig hingekriegt. Ich will ja nichts verpassen. Nachher ist da irgendwas Essentielles, was man braucht. Ne, waren doch nur Rubine, habe ich richtig gesehen. So, was können wir denn jetzt überhaupt noch machen? Wir können zum schlafenden Kind gehen. In der Hoffnung, dass es noch irgendwas Gutes gibt. Ansonsten müssen wir Agony machen. Weil in den Wüstenpalast kommen wir noch nicht rein. Wir haben das Buch nicht, wir haben die Goldhandschuhe nicht. Ja. So, gib uns die Goldhandschuhe. Dann nehme ich leider auch den Hammer nicht. Oder den Hammer. Ah, gib uns nur ein Schild. Okay. Dann würde ich mal sagen... Ja, machen wir Agony. Um in die Dark World zu kommen. Mir fällt sonst im Moment nichts anderes ein, was ich noch checken könnte. Wie gesagt, ohne Fake zu flippern jetzt. Ach, was mache ich denn da? Ich wollte schon wieder zu Zelda. Auch das ist im Darkroom machbar. Aber hier Darkroom ohne Lampe. Also das ist sehr ungnädig. Kann vorkommen, hatte ich bis jetzt einmal. Und da habe ich das mit sehr vielen Safe States irgendwie hingekriegt. Da habe ich mir online eine Map aufgemacht, wie das aufgebaut ist. Und dann habe ich mich da durchgeschlichen. Aber das war nicht schön. Also kann ich nicht empfehlen, das in Darkroom zu machen. Da fängt es nämlich schon an. Selbst mit der Lampe verläuft man sich schnell. Das dann ohne Lampe machen, also das ist wirklich, wie gesagt, einmal und nie wieder. Oh, jetzt geht doch. So, dass der auch immer so Akku sein muss. Dafür ist er auch runtergeflogen. Ich sollte aufpassen, ich habe nur noch bei Herzchen.
wollen wir mal Arcanine Fight machen. Ach, das war zu nah. Okay, jetzt müsste er dieses blaue Ding schießen. Ja. Ah, gleich zwei hintereinander. Du Fuchs. Ach, was habe ich? Okay. Concentration. Nein! Was mache ich denn da? Okay, das war jetzt peinlich. Und das kostet auch sehr viel Zeit. Och, nee. Also das war jetzt echt unnötig. 5 Minuten. 5 Minuten sind jetzt mindestens drauf gegangen. Ja, vielleicht nicht 5, aber... Das war jetzt echt... Ich darf mich im Vorfeld nicht so oft treffen lassen. Das war jetzt wirklich peinlich, da zu sterben. Aber naja, nobody is perfect. Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Das ist jetzt ärgerlich. Wenn das jetzt die 3, 4, 5 Minuten sind, die mir zu meiner PB fehlen, dann ist das echt bitter. Dann ist das wirklich bitter. Ich dachte, jetzt kommt das Blaue. Also jetzt kommt das Blaue. Thank you.
Ja, der ist eigentlich ziemlich einfach. Also warum ich mich gerade eben hab töten lassen, keine Ahnung. Irgendwie lief das schief. Aber naja. Wir haben ja die Boots, wir können die Zeit wieder aufholen. Ach, das Herz nehmen wir mal lieber mit. Gehen wir jetzt mal als erstes, wenn wir noch genug Geld haben, gehen wir zum Palace of Darkness. Gucken, was es da so gibt. Ich meine, ohne Hammer können wir den noch nicht clearen. Aber da wir den Bogen haben, können wir schon mal die ganzen Items abfahren. Voll der Halsabschneider-Apfel. Man darf sich bloß nicht treffen lassen, sonst ist er weg. Und 100 zieht er einen nochmal ab, um das Ding zu öffnen. Also ich finde, das ist wirklich Halsabschneiderei hier. Nee. So wirklich. Aber damit hat er sich den Jahresvorrat an Bananen erstmal gesichert. So. Erstmal, was es hier gibt. Ja, ohne Hammer können wir den nicht klären. Aber wie gesagt, erstmal gucken, was es hier so Schönes gibt. Mein Herz. Ja, natürlich fängt er an zu zittern, wenn ich gerade aufschlage. So. Okay. Ja, okay, Schlüssel für den Schlüssel. Das war jetzt unnötig. Jetzt habe ich gar nicht gecheckt, ob wir den ausziehen müssen, ne? Das macht er nicht, können wir schnell machen. Okay, ist ein Pendant. Aber der grüne Pendant, also. Das könnte sich lohnen, den zu klären. Also Haarschala gibt einem für den grünen Pendant ja ein Item. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht müssen wir den ja gar nicht klären. Können wir ja im Moment sowieso nicht, wir haben den Hammer nicht. Okay, wir haben auch noch nicht den großen Schlüssel. Geld nehmen wir mit.
zum Shop, um blauen Trank leisten zu können. Ah, die Schwimmflossen. Das ist sehr gut. Dann weiß ich nämlich, wo wir als nächstes hingehen. Und zwar besuchen wir gleich mal den Catfish. Und im Anschluss gleich den Wasserfall. Checken wir mal schnell hier, was es gibt. Karte. Das Goldschwert. Das ist gut. Sehr nützlich. Der Kompass. Okay, 5 Rubine, das hat sich nicht gelohnt. Aber damit sind wir erstmal im Palace of Darkness soweit durch. Mehr können wir hier eh nicht machen. Ohne Hammer. Wir haben fast eine Stunde geknackt. Müssen wir umsputen. Wir gehen erst hier die Darkworld Locations durch, würde ich mal sagen. So, Catfish, gib uns was Gutes. Besser sein können. Okay, das rote Schild, das ist gut. So. Dann checken wir doch mal weiter die Dark World Locations. Hammer wäre echt nicht schlecht, ne? Mal kurz checken. Ah, in den Sumpf. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendein Medaillon, um das zu öffnen. Leider haben wir noch gar keins. Das ist schon mal schlecht. Aber wir checken jetzt schnell nochmal 2 Locations. Ach Quatsch, ohne. Wo geht das? Moment. Geht das auch ohne Goldhandschuhe? Ja, es geht auch ohne Goldhandschuhe. So.
Oh, die rote Rüstung. Das ist doch mal fein. Nehmen wir nicht so viel Schaden. So. Checken wir gleich hier mal, was es gibt. Ah, der Kescher, okay. Damit können wir Feen einfangen. Ist nicht verkehrt, einen dabei zu haben. Okay. Dann gehen wir jetzt ins Dorf. Aber wir machen einen kleinen Schlenker und checken, was es hier oben gibt. Nur Rubine, lohnt sich nicht. Zum Glück. Das ist gut. Nur ein Rubin. Das hat sich nicht gelohnt. Ein Herzteil. Frosch können wir noch nicht holen. Dann checken wir noch mal schnell, was der so hat. Nur Rubine. Das hat sich nicht gelohnt. Schauen wir mal, was Old Stumpy hat. Auch ein Herzteil. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Okay. Checken wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Oh, die Silver Arrows. Das ist sogar sehr gut. Das
macht den Ganon-Fight um einiges leichter und auch einige anderen Gegner sind damit schneller zu töten. Der goldene Handschuh. Okay, Heike hat sich diesmal richtig gelohnt. Das ist doch echt gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. So, damit können wir auch gleich den Schmied befreien. Schauen, was der für uns hat. Ach, 10 Pfeile. Hat sich nicht gelohnt. Die Truhe könnten wir jetzt abgeben, aber das ist ein sehr langer Weg. Und da wir ja schon Zeit verloren haben, poker ich jetzt einfach mal ein bisschen und hoffe, dass da nichts Gutes drin ist. Wenn wir nicht weiterkommen, wissen wir ja noch, dass die Truhe da ist, dann können wir das ja immer noch checken. Aber ich versuche es erstmal ohne diese Truhe. Aber wenn da wirklich was Gutes drin ist, dann ist das jetzt ein bisschen blöd. Ah, unser erstes Medaillon. Morgenmedaillon. Und der große Schlüssel. Bevor ich da aus Versehen drauf tippe. So. Wollen wir mal die holde Maid aus dem Kerker befreien? Sehr schön, ein weiteres Herz. Ja, an die große Truhe kommen wir leider nicht ran, weil wir den Hammer nicht haben. Ist echt blöd, ich brauche den Hammer. Schon wieder etwas, was wir nicht wegen dem Hammer fertig machen können.
Fallen Item drin. Na gut, die Silver Arrows können es ja schon mal nicht sein, das ist ja schon mal gut. Die haben wir ja schon. Aber es könnte natürlich irgendwas anderes Nützliches sein, was wir noch brauchen. Der Fire Rod zum Beispiel, den brauchen wir ja unbedingt, um in Skalos weiterzukommen. Aber immerhin der nächste Kristall. Okay. Würde ich mal sagen. So. Brauchen wir das mal. Ach Quatsch, kann ich mir ja gar nicht leisten. Zwei Stück, oder? Ah, ich bin so blöd. Mir jetzt zwei blaue holen, aber dafür habe ich nicht genug Geld. So ein Mist. Ich habe ja Glück. Ha! Sehr gut. Ich sage ja, der Boomerang ist praktisch. Bevor wir wieder sterben, hole ich mir lieber was. Sterben können wir uns nicht mehr leisten, was die Zeit angeht, wenn ich meine Pipi noch brechen möchte. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zum Wüstenpalast. Da können wir da jetzt hin. Wir machen den schnell fertig, der geht ja fix. Für ein Medaillon. Bongos! Das haben wir sogar. Das ist ja sogar sehr gut. Dann können wir im Anschluss gleich noch den Sumpf machen, wenn wir eh schon hier sind. Und der Fire Rod. Sehr geil. Okay, dann können wir dann im Anschluss noch sofort zu Skull Woods gehen und die schon mal klären. Ich gucke trotzdem noch mal schnell, was es hier gibt. Ah, natürlich. Hey, das hat geklappt. Ja, begeistert. Ich dachte, wir werden wieder zurückgeschickt. Wir bomben, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Nein! Ach komm schon! Na gut, ist ja kein Problem. Wir fliegen einfach ganz schnell wieder hier hin. So, dann machen wir schnell den Wüstenpalast. Aha, eine Flasche mit einer Fee drin, das ist sehr gut.
Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Definitiv zu viel Kaffee gehabt. Okay, das hat uns jetzt wieder ein bisschen Zeit gekostet. Aber das macht nichts. Es wäre ja nur schön, die Pipi zu brechen, aber das ist jetzt kein Muss. Ich muss sowieso erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Hammer-Time. Das ist noch echt gut. Okay, wir checken aber noch, was es hier gibt. Den Hammer hätten wir gerade eben auch schon gebrauchen können. Hätten wir zuerst das hier machen sollen. Ein bisschen blöd. Hätten wir uns die große Kiste im letzten Dungeon holen können. Aber naja, vielleicht brauchen wir die ja auch gar nicht, wer weiß. So. Brauchen wir gleich Feuer. Was ist das natürlich echt schön. Also wir brauchen Bongos-Medaillon, um in den Sumpf zu kommen. Den können wir jetzt also machen und klären. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Da muss ich überhaupt mal gucken, was wir noch alles brauchen. Schauen wir doch gleich mal. Also das können wir auf jeden Fall schon markieren. Okay, unten und den Skullwood. Skullwood braucht man Firewood, um den zu klären, den haben wir. Und da unten braucht man Schwimmflossen. Haben wir Hammer und Hinterhaken. Können wir also auch klären, das heißt, ist das richtig?
Ja, wir sind, glaube ich, sogar schon im Go-Mode. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Dungeons zu clearen. Und die Silver Arrows haben wir auch, also müssen wir jetzt. Moment mal. Das macht die Sache dann ziemlich gut. Jetzt brauchen wir nicht alle Kisten zu holen, weil wir haben ja alles, was wir brauchen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wenn ich mich irre, sehen wir das dann, ja. Aber eigentlich sind wir im Go-Mode, würde ich sagen. Denke ich jedenfalls. Theoretisch jedenfalls. Aber Skalutz braucht man. Braucht man da einen großen Schlüssel? Nee, ne? In Skalutz braucht man doch nur den Feuerstab, um den Eingang zu öffnen. Okay, wir müssen auf jeden Fall nicht mehr alle Kisten checken. Klar, hier brauchen wir den großen Schlüssel, also hier müssen wir doch schon alles checken. Jedenfalls so lange, bis wir den großen Schlüssel haben. Aber andererseits wäre es auch schön, den Umhang oder so zu finden. Ja, also. Aha, da haben wir den großen Schlüssel schon. Okay, dann müssen wir anscheinend nichts mehr hier checken. Vielleicht brauchen wir noch einen kleinen Schlüssel, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir im Go-Mode sind, dass ich das gerade richtig analysiert habe. Denn das wäre ein fetter Zeitsafe. Ich meine, wir müssen noch gar uns Tower machen, der kann noch mal alles ruinieren. Wenn der große Schlüssel in der letzten Kiste ist, dann ist es echt blöd. Wir dürfen hier trotzdem nicht zu unvorsichtig durch die Gegend laufen. Wir haben nur 3 Herzen. Sich ein bisschen aufpassen. Okay, ich töten wir mal. Ach so, weil wir das ja noch gar nicht umgestellt haben. Haha, das war jetzt ein Fehler. Normalerweise muss man das ja umgestellt haben. Wir haben eine Fee, also alles kein Problem. Jetzt sollen wir einmal drauf gehen. So, da sind wir schon beim Boss. Silvers ist das kein Problem. Vor den Blitzen kann uns auch aus Silver halt noch nicht schützen, aber 2 Schüsse und er ist tot. So. Fehlen uns noch 2 Kristalle. Wie gesagt, ich glaube wirklich, wir sind im Go-Mode. Also korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre, aber ich meine, wir sind jetzt echt im Go-Mode. Aber ja, doch, das hat geklappt. Sehr gut. So. Jetzt können wir nämlich Skullwoods machen.
wir haben ja den Feuerstab. Reinzugehen, weil wir brauchen ja nichts mehr. Also von der Theorie her jedenfalls. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Wenn ich mich irre, dann haben wir ein Problem, dann schaffe ich meine PB auf jeden Fall nicht. Und wenn wir da überall nochmal rein müssen, dann war es das mit der Zeit. Aber jetzt gerade sind wir noch gut in der Zeit und deswegen, wenn ich mich nicht irre und wir jetzt wirklich schon im Go-Mode sind, dann würde ich mal sagen, könnte das eine neue PB werden. Wir haben echt noch gut Zeit. Außer natürlich, in Galons Tower läuft alles schief und der Schlüssel ist in der letzten Kiste. Also dann ist das wirklich ärgerlich. Hier braucht man nur noch einen Schlüssel. Den haben wir. Und ich meine, das war's. Mehr braucht man nicht. Ah. So, die sind erstmal aus dem Weg, die Nervensägen. Ist bloß nicht die Hand erwischen lassen. Das ist auch immer ein derber Zeitverlust. Nein, verdammt. Hat mich das Ding noch erwischt. So, hier geht's durch. Ach, hier braucht man einen Schlüssel, ne? Ja. Eins der Viecher den Schlüssel? Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssten wieder zurück. So. Denn jetzt hier noch einmal eine schöne Performance hinlegen. Ja, so wird das nichts. Ah. Okay. Hallo, ich habe ihn doch getroffen. Aber das ist auch einer der Gegner, den ich überhaupt nicht leiden kann. Moment mal. Ganz ruhig bleiben. Boah, jetzt hat er geschafft. Und er gibt uns nur 20 Rubine dafür. Okay, jetzt haben wir den sechsten Kristall. Und der andere Kristall müsste auch kein Problem sein, wenn ich mich nicht irre. Die müssten wir eigentlich machen können. Habe ich jetzt echt Angst, dass der Galon-Fight, den wir einmal verloren haben, Aghanim-Fight, uns jetzt echt das Genick bricht. Das wäre echt wertvolle Zeit. Hm.
nächstes den Hammer. Ja, das war doch ein solider Kampf. Und das Spiegelschild gibt's noch dazu. Das hat sich gelohnt, aber ich hatte recht, wir sind im Go-Mode. Das heißt, wir können jetzt zu Ganon. Beziehungsweise erst Agony-Fight. Ich
So, ich sag, der Schlüssel ist in der 10. Kiste. Ich bin mal optimistisch. Hoffentlich. Aber wenn wir echt Pech haben, ist in der letzten Kiste und dann schaffe ich meine PB auf jeden Fall nicht. Aber man soll ja nicht die Hoffnung aufgeben. Checken wir erstmal die beiden hier. Schlüssel. Pilz. Das ist jetzt ohne den Endhaken. Nehmen wir auch nochmal mit. Stab brauchen wir nicht. Okay, erstmal hier checken. Ah, der ist praktisch für den Cannon-Fight. Aha, großer Schlüssel. Sehr gut. Ich habe es leider nicht mitgezählt. Ich glaube, welche Kiste war das? Auf jeden Fall nicht die 10. Okay. Blödes Vieh. Ah, jetzt stehen die natürlich im Weg. Ah, die sind echt nervig, die Gegner. Okay, das Herz holen wir uns lieber. Wir haben keine Fee mehr, ne? Nee. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Thank you.
weiß, das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendiger. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Ja, wir gucken mal, vielleicht gibt es da noch Pfeile. Wir haben nur 18 Pfeile, das ist ein bisschen wenig. Ja, natürlich gibt es da keine Pfeile. Hier machen wir uns das mal einfach. Also wie hier. Ich habe keine Zeit mehr. Jetzt haben wir wieder genug Pfeile, das ist gut. So. Ah, hier brauchen wir. Müssen wir erstmal. Das Gute ist ja, wir haben die Silvers schon. Das heißt, wir können hier einfach durchrushen. So, wir sind noch gut in der Zeit, Leute. Sehr gut sogar. Ah.
Okay, das war gut. Ich verstehe nicht, warum Silver Arrows bei denen nicht funktionieren. Ja, das war jetzt blöd. Das könnte auch noch knapp werden. Okay. Oh, wir sind echt gut in der Zeit, wenn jetzt alles glatt läuft. Ich darf mich jetzt nur nicht hetzen lassen und Fehler machen. Das. Ich verstehe schon, warum man lieber den Mantel hat als das Ding hier. Okay. Hier ist ein kleiner Trick. Jetzt. Jawohl. Wunderbar funktioniert. Nein! Nein, 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 nein. Oh. Haben wir noch erwischt? Jawohl! Geschafft! Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und Time! Wow! 1:44, Leute! Das ist meine neue Bestzeit! Ha! Und stellt euch mal vor, wir wären nicht bei Aghanim raufgegangen und müssten nochmal komplett von vorne da hochlaufen, dann wäre es bestimmt noch mal 3 Minuten oder 4 Minuten mehr. Also das ist echt gut gelaufen. Wow. Ja. Ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt in Ruhe die Credits an. Und dann sage ich am Ende noch mal ein paar Worte. Und alter Schwede, ey. Ha. 1:44. Das ist echt mal wow. Finde ich gut. Dafür, dass es das erste Spiel seit langem war, aber gut, erstmal jetzt den Abspann genießen. Bis gleich.
Ja, Leute, also das lief doch echt gut. Also besser hätte es doch gar nicht sein können. Wir hatten echt Glück, was das Seed angang. Also wir haben richtig gute Items gekriegt, von Anfang an die Boots gehabt, von Anfang an die Flöte gehabt. Und auch so waren die Entscheidungen gut, die wir getroffen haben. Zum Beispiel, dass wir die lila Kiste nicht abgegeben haben. Das ist ja immer so sehr zeitaufwendig. Also das war die richtige Entscheidung, das mal zu riskieren. Und es hat sich gelohnt. Und das, obwohl wir zweimal zu Aghanim hoch mussten, haben wir es trotzdem geschafft, neue PB zu machen. Also ich bin echt begeistert. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie viel Zeit wir noch gespart hätten, wenn wir Aghanim beim ersten Mal down gekriegt hätten und nicht so elendig gestorben wären. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, nicht? Aber 1,44. Neue PB ist doch schon mal ordentlich. Also meine alte war 2,16. Aber wir hatten echt Glück mit unserem Items, also. Ja. War ein richtig guter Seed, gefällt mir. Meiner Meinung nach einer der besten Abspannmelodien, die es gibt. Jetzt bin ich mal gespannt. Erstes Schwert nach 7 Minuten, die Pegasus Boots nach 2 Minuten, Flöte nach 2 Minuten und den Spiegel nach 5 Minuten. Also die wichtigsten Items haben wir schon unter 10 Minuten gekriegt. Also das war echt gut. Das Goldschwert haben wir auch relativ früh gekriegt. Das war natürlich auch ziemlich nützlich. Gut, zweimal gestorben. Oh, 1,43 steht da sogar. Aber ich habe mit dem Timer 1,44. Aber wie gesagt, das war echt ein solider Run. War echt gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich denke mal, vielleicht werde ich das irgendwann auch mal live streamen. Ich möchte nämlich mal den Livestream bei YouTube ausprobieren, deswegen, ich denke mal, das ist ein gutes Spiel dafür. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie gesagt, neue PB. Und wenn ihr das nächste Mal dabei seid, würde ich mich freuen. Und ja, bis demnächst. Tschüss.